In meiner Welt ist gar nicht kompliziert. In meiner Welt bist du frei. In meiner Welt. Hallo und guten Morgen aus dem Waldhäuschen. Heute Morgen habe ich das Feuer verpasst, weil die vedische Feuerzeremonie, die geht immer zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt und ich habe irgendwie es verpeilt, weil jetzt scheint die Sonne bereits um 7.24 Uhr oder so über meinem Häuschen aufzugehen. Es gibt so einen Plan, den man sich runterladen kann, wo man sieht, wann die Sonne aufgeht. Naja, übrigens, ich habe mir gestern eine neue Trinkflasche geleistet. Ich bin in die Stadt gegangen und habe so eine spezielle Trinkflasche mit so Edelsteinen, also so Bergkristalle, genau, eine Kristallflasche. Und ich bin so ein bisschen ich liebe Flaschen. Also nicht ich liebe Flaschen in dem Sinne, ich liebe so Trinkflaschen und ich liebe auch Becher und schöne Gläser und so. Meinen Kaffee trinke ich meistens so aus so einem doppelwandigen schönen. Ich finde, das schmeckt einfach viel besser. Ja, genau. Und damit ich mehr Wasser trinke, ich trinke einfach viel zu wenig. Und mit diesem Wasser mache ich mir heute Morgen mein Entgiftungskräutersäftchen. Oh, das sieht man gar nicht. Ich bin noch nicht so geübt in der Menge, aber ich denke, das ist gut. Dann habe ich endlich in den Tiefen meiner Box, das war irgendwie so drin, wie, kennt ihr den Dreikönigskuchen, wenn man dann plötzlich den König findet? Also das war so ähnlich hier mit diesem Ding. Genau, dann tue ich das da rein. Einen Löffel, ich nehme mittlerweile die ganze Dosis, ich vertrage es mittlerweile, ich habe jetzt schon gut entgiftet in den letzten Tagen. Vorher hatte ich einfach so einen Kaffeelöffel, einen habe ich genommen. Und jetzt nehme ich quasi zwei Kaffeelöffel. Und jetzt wird es gerührt mit meinem Cappuccino-Milch. Rührstab, der ist wirklich Multitasking. Ich rühre das gerne gut durch, weil wenn es ein bisschen schäumt, gibt es mir so ein gutes Gefühl. Schäumt aber nicht richtig, weil ich mache es ja nur mit Wasser. Man sollte es nur mit Wasser machen. Sola. Und dann habt ihr hier so ein richtig grünes Ding, so wie aus meinem Hexenhäuschen, die wunderbaren Kräuter. Ich finde, es schmeckt gut. Und es hat so viele coole Sachen drin. Am besten schaut ihr euch das an. Ich verlinke euch das unten. Ich verlinke euch dieses. Da seht ihr, was es genau ist. Ist sehr gut erklärt. Und dann verlinke ich euch noch das gesamte Konzept mit den ganzen Rezepten und so, weil die Rezepte sind wirklich lecker. Also mache ich dann vielleicht auch mal ein Video. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und lächelt euch selber an und seid lieb zu euch. Und ich gehe jetzt dann raus, weil ich habe heute frei. Und vielleicht mache ich noch ein Video im Wald. Und mache vielleicht eine spezielle Feuerzeremonie mit einem Mantra für die Heilung, für ein Heilungsmantra, genau. Das habe ich so ein bisschen im Kopf, dass ich sowas mache. Und dann filme ich das. Genau. Ich freue mich. Und Yoga mache ich noch und genau, und mein Basenbad und heute wird mein Tag. Und ich hoffe, deiner auch. Tschüss. In meiner Welt bist du gar nicht kompliziert. In meiner Welt bist du frei. In meiner
ist Geld und Liebe wie Heu. Liebe ist Liebe und du bist Zauber.